Sie sind hier, 9. Oktober 2018, 18.33 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Weder Gianluigi Buffon noch Paulo Dybala wurden in die Vorauswahl für den Ballon d'Or gewählt. Urheberrecht Getty Images. Die 30 Nominierungen für den Ballon d'Or stehen fest. Griezmann, Messi und Mbappé sind dabei, andere Topstars fehlen in der Vorauswahl. Die 11 der Nicht-Nominierten. Am Montag gab das französische Fachblatt France Football die Liste der 30 Nominierten für die Vergabe des prestigeträchtigen Ballon d'Or bekannt. Dabei tauchten einige internationale Stars, wie Torwartlegende Gianluigi Buffon, Juve's Paulo Dybala und Vize-Weltmeister Ivan Perisic, auf der Liste nicht. Auf deutsche Profis findet man in der Vorauswahl überhaupt nicht, weder die Bayern. Spieler Mats Hummels und Joshua Kimmich, noch Real Madrids Toni Kroos. Im Football hat die Top 11 der Nicht-Nominierten in einer Grafik aufbereitet. Die 11 der Nicht-Nominierten von Im Football. Urheberrecht Im Football. Im Kreis der tatsächlich Nominierten befinden sich Superstars wie Titelverteidiger Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kylian Mbappé oder Neymar. Die 30 Nominierten für den Ballon d'Or zum Durchklicken. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.